Ja, ja, da läuft er. Das ist kein Witz. Ach, rein mit dir. Ach Gott, bist du dumm. Oh, völlig, ja, geht's gar nicht. Das war knapp. Das war knapp. Der hat's doch noch gebracht. Naja. Bumm, raus mit euch. Mann, Mann, Mann. Ja, ja, solche Missionen gefallen mir ganz gut eigentlich. Ich muss schon sagen, das Wetter in Boston. Komisch belegt. Na los, jetzt komm schon hierher, Junge, und hol dir deinen Tod ab. Gratis, komm, gratis, Junge. Und diese Uniform. Sicher können Schnapp. Ja, und wie mache ich das jetzt bei diesen Kollegen da hinten? Oh, da läuft er rum. Achso, Verdammt mich. Ich muss die Leute hier vielleicht auch mal freilassen. Ah, dass die es nicht selber können. Voll ätzend. Du siehst mich einfach nicht. Kann ich mir denn den da hinten schnappen? Ah. Muss ich den denn zwangsläufig umbringen? Ha! Interessant, interessant. Das gefällt mir gerade richtig gut. Das gefällt mir richtig gut. Schön still und leise um die Ecke gebracht. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, und hier muss ich jetzt was machen. Kann ich denn jetzt hier einfach drauf, oder? Ah, anscheinend nicht. So eine Mission gab es in einem der vorherigen Teile schon. Ja. Das macht er nicht. Na los, na los, na los, na los. Schnell, 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 schnell. Na komm, na komm. Jetzt ist er weg.
Das hast du nie gehört, Junge. Das haben die gehört? Kommt schon. Zählt kein Scheiß. So, aber hier müsste ich mich ja auch noch bewegen. Spuckt er die an? Ja, Requiescat Quad in Pace oder so ähnlich. Ich glaube, ich könnte dann so langsam dieses komische Signal geben, oder? Eine einzige Stunde Ruhe, mehr wollte ich nicht. Stattdessen werde ich nach 10 Minuten von diesem lärmenden Irrsinn geweckt. Ich verlange eine Erklärung, und zwar am besten eine gute. Was? Wie ist das passiert? Meine teure Ware freigesetzt? Das akzeptiere ich nicht. Den Schuldigen wird es sicher an den Kragen gehen. Doch erst schaffen wir hier noch Ordnung. Ha. Huh. Der stirbt heute. Schließt das Tor! Tötet jeden, der flüchten will. Ist mir egal, ob er zu uns gehört oder zu dem. Wer sich dem Tor nur nähert, ist tot. War das deutlich? Nee, erklär nochmal. Drängt sie zurück! Was hast du? Ich möchte kämpfen. Ein Schüssel zu schießen, drücken Sie Leertaste und nachstehen gegen. Was ist mit dem Schüssel? Ja, sehr schön aus. Au. Mit dir. Ich mach zuerst mal die Waffe. Na, wie lange dauert das hier? Das kann doch nicht so aufhören. Ich muss da hoch, hä? Autsch.
Autsch, 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 autsch. Au. Oh, oh, oh. Ah, was zur Hölle? Na komm. Ach komm schon. Noch runter! Meine Güte, bleibt jetzt hier an jedem Fleck. Haltet die Angreifer! Und zwar alle! Naja. Inkompetenz wieder mal. Wer bist du? Ich bin Haytham Kenway. Du kennst mich nicht. Aber ich glaube, ihr beiden kennt euch recht gut. Ich versprach's dir, Silas. Und ich werde es einhalten. Fall ins Face. Naja, jetzt habe ich wenigstens mal ein bisschen kämpfen geübt. Was diesmal wirklich schon besser vonstatten ging. Es lächelt. Und was nun? Wir warten. Doch sicher nicht lange, vermute ich. Ha. Ja, ja, XXX. Ja. Genau. Jetzt haben wir die Sequenz 2 beendet. Würde ich mal schätzen. Mehrere Wochen sind vergangen, seit wir die Gefangenen Mohawk befreit haben. Ich hatte gehofft, ihr Anführer meldet sich. Doch leider blieb es still. Meine Männer sind unruhig, wollen wissen, wie es weitergeht. Aber ich habe keine Antwort. Lee allein bleibt unermüdlich, verfolgt selbst die kleinsten Spuren. Er streift durch die Stadt und die angrenzenden Wälder. Er hofft, dass er auf einen der Geretteten trifft. Es war eine Frau bei ihnen in jener Nacht. Sie hat die anderen in Sicherheit gebracht. Wenn wir sie fänden, bekäme ich meine Antworten. Ich kann nur abwarten und hoffen, dass meine wahre Mission bald beginnen wird. Ha. Ha, ha, ha. Fantastik. So, jetzt werden wir bestimmt nach dem Indianermädel suchen müssen. Und soweit mir die Geschichte bekannt ist, wird es ja wohl noch einen Nachfolger von Haytham geben. Nämlich seinen Sohn. Und der hat dann wohl zumindest teilweise indianische Wurzeln. Ich würde deswegen mal vermuten, dass da mächtig Bunga Bunga gemacht wird. Bisschen Snoo Snoo. Wenn ihr versteht, was ich meine. Hallo Charles. Ist die Frau, die wir suchen, aufgetaucht? Es heißt, dass sie gerade außerhalb der Stadt für Aufruhr sorgt, in einem Dorf namens Lexington. Dann fangen wir dort mit der Suche an. Wir treffen uns da. Sicher. Ja, heute ein Pferdchen hier. Na, und jetzt müssen wir ja. Was ist das denn hier? Ja, schauen wir mal auf die Karte. Wo muss ich hin? Hier unten.